Das ist der Printcore Granulatextruder. Und das sind zwei unterschiedliche PETG-Sorten. Und normalerweise muss man vor dem Verdrucken aus diesen Körnern bzw. Granulaten Filament herstellen. Das macht man zum Beispiel mit solch einer Filamentanlage, die diese Granulate hier aufschmilzt und dann schlussendlich daraus Filament macht. Um diesen Herstellungsprozess einzusparen, habe ich diesen Mini-Granulat-Extruder konstruiert, der mir diesen Zwischenschritt einspart. Ich möchte auf unserer Extruderanlage demnächst ein neues PETG-Filament herstellen und dafür möchte ich herausfinden, welcher dieser beiden Typen sich besser drucken lässt. Besonderes Augenmerk werde ich hierbei auf die Drucktemperatur setzen, denn ich möchte einen PETG-Typen finden, der sich möglichst bei niedrigen Temperaturen gut drucken lässt. Für den ersten Versuch habe ich den Extruder nach meinen bisherigen Erfahrungen eingestellt und eine Vorheiztemperatur von 260 Grad für den ersten PETG-Typen eingestellt. Als Testobjekt habe ich hier einen kleinen Testwürfel gewählt. Da ich diesen PETG-Typen in der Vergangenheit bereits getestet habe, wusste ich ungefähr, dass diese eingestellten Temperaturen auch funktionieren würden. Bevor der erste Test dann losgehen konnte, habe ich gemerkt, dass ich noch eine Art Holz-PLA aus alten Tests im Extruder habe. Ich habe versucht, diese alten Reste zu extrudieren, aber das Endergebnis war, dass denn die Düse vorne komplett verstopft war. Im Anschluss habe ich dann die Düse komplett montiert, das alte Granulat ohne Düse versucht zu entfernen bzw. zu extrudieren und dann die Düse ausgebrannt und alle Holzspäne mit einer Pinzette herausgeholt. Dieses klebrige PLA war dann auch auf dem kompletten Druckbett verteilt und das war eine ziemliche Sauerei, das Ganze wieder sauber zu bekommen. Im Anschluss habe ich dann den ersten PETG-Typen geladen und den ersten Druck gestartet. Da noch ziemlich viel altes Granulat in der Schnecke vorhanden war, habe ich den ersten Druck als Art Reinigungstestdruck gesehen. Das sieht man auch ganz gut an diesem Testwürfel, der nicht allzu schön aussieht. Nach dem zweiten Druck war dann die Schnecke komplett sauber. Im Anschluss habe ich dann die Drucktemperaturen für diesen ersten PETG-Typen schrittweise um 5 Grad ausgehend von 260 Grad verringert. Bei einer Temperatur von 235 Grad war dann Schluss und es ging nichts mehr, die Düse war verstopft und der Druck musste abgebrochen werden. Denselben Versuch habe ich dann einmal für den zweiten bzw. den neuen PETG-Typen ausprobiert und hier konnte ich bis zu einer Temperatur von 215 Grad heruntergehen und erst dann war Schluss. Nach den Tests habe ich mich dann für den PETG-Typen 1 für 260 Grad entschieden und für den PETG-Typen 2 für 230 Grad. Warum habe ich diese Temperaturen doch etwas höher gewählt? Während des Druckes hörte man doch ab und zu, dass der Extruder-Motor Schritte verlor. Das war immer ein Zeichen dafür, dass die Temperatur nicht optimal war und deswegen habe ich hier die Temperatur etwas höher gewählt als mein letzter Würfel, der gedruckt werden konnte. Ich konnte also hier schon sehen, dass zwischen diesen beiden PETG-Typen eine Differenz der optimalen Drucktemperatur von ca. 30 Grad vorliegt. Die nächste Frage, die ich mir stellte, war, ob auch ein fertig gedrucktes Bauteil unterschiedliche Wärmeformstabilitäten aufweist. Und genau dieser Frage gehen wir in dem nächsten Abschnitt nach. Hierfür habe ich zwei Testobjekte in Form eines langen Stabes mit Loch an der Vorderseite gedruckt, wo später ein Gewicht in Form eines Zylinderstiftes eingeschoben wird. Die beiden Testobjekte habe ich anschließend in meinem kleinen Versuchsaufbau-Pizzaofen gelegt und gemessen, ab welcher Temperatur der jeweilige PETG-Typ so weich wird, dass das Testobjekt sich durch das Gewicht des Zylinderstiftes verformt. Hier sieht man die beiden Versuche im Zeitraffer. Zuerst PETG-Typ 1. Und jetzt PETG-Typ 2. Erstaunlicherweise, und das hätte ich auch nicht gedacht, verformten sich die beiden Typen bei fast identischen 120 Grad Celsius Lufttemperatur. Warum Lufttemperatur? Weil mein Sensor nicht direkt im Bauteil steckt, sondern eher oberhalb des Bauteiles in der Luft hängt. Meine Vermutung war eigentlich, dass das wärmer zu druckende PETG auch etwas wärmeformstabiler ist. Meine Wahl für das spätere PETG für richtiges Filament auf der Extrudanlage fällt also auf den Typen 2, da sich dieser bei niedrigeren Temperaturen drucken lässt und man zusätzlich keine Punkte in Sachen Wärmeformstabilität einbüßt. Falls du weitere Anregungen hast oder auch Informationen oder Fragen, dann stelle diese am besten unten in die Kommentare und ich werde dann versuchen, dort diese zu beantworten. Dann sage ich zum Schluss wie immer vielen, vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos. Werd Abonnent, wenn du noch keiner bist. Gib dem Video natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben und dann sehe ich dich bzw. euch hoffentlich wie immer im nächsten Video. In meinem Orca-Videokurs mit über 6 Stunden und 69 Videos nehme ich dich mit an die Hand, als ob du direkt neben mir sitzt und ich zeige dir von der Installation über das Hinzufügen von Druckern und Filamenten bis hin zur Erklärung aller Einstellungen und jeden Punkt, den du für die Bedienung des Orca-Sliders brauchst, ohne jegliche Vorkenntnisse. Ziel ist es, dass du alle Einstellungen zu 100% verstehst und du deine Druckergebnisse immer weiter verbesserst. In den einzelnen Lektionen erkläre ich dir nicht nur die Funktionen und Einstellmöglichkeiten, sondern ich gebe dir auch meine persönlichen Einstellungen und Empfehlungen,
für die einzelnen Einstellwerte mit auf den Weg. Quasi ein rundum sorglos Paket.